So ist schön. So sieht doch gar nicht so klein aus. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht es, heute ist ein Special Guest dabei und zwar der Aaron. Sagst du auch Hallo? Ach so. Okay, noch. Sollen wir nochmal? Nö. Hi, Peeps. Wie ihr seht, bin ich hier, auch geografisch und physisch. Wir dachten uns, wir kommen mal auf das schmale Brett und machen ein Video zusammen, sodass ich quasi das Östrogen zu ihrem Testosteron bin. Du studierst Germanistik, oder? Das ist richtig. Ja, das spürt man. Ja, der liebe Aaron ist nämlich jetzt seit Besuchen gekommen in München. Wir gehen auch morgen zusammen auf den CSD. Das wird Spaß in der Wacken machen. Ich verlinke ihn euch auf jeden Fall auch auf Instagram, da könnt ihr ihn dann auch auschecken. Aber ich würde sagen, wir reden nicht weiter rum und fangen direkt an. Alle drei Mädchen sitzen im Bad und rasieren sich die Beine. Und da kommt natürlich auch das Thema Haare auf. Ich finde es so schlimm, wenn man rasierte Beine hat. Ich meine ja auch, dass es irgendwie männlich ist, so, dass da Haare dran sind. Ich bin am CSD in Köln, muss ich halt irgendwie so durch die Leute durchgehen. Und dann kam halt so ein etwas älterer Mann mit halt oberkörperfrei und so ganz vielen weißen Brusthaaren. War vermutlich ich. Nee, ganz vielen weißen Brusthaaren hast du ja nicht. Und dann bin ich da so durchgegangen und dann haben diese Brusthaare meinen Arm gestriffen und ich dachte mir so... Gestreift. Macht keinen Spaß mit dir zu reden. Gut, dass ich hier bin. Ich wollte gerade eine coole Story erzählen, weil es irgendwie super unangenehm war, seine Haare auf meinem Arm zu fühlen. Das schließt doch Bildungsfernsehen nicht aus. Warte, ich will es aber wie du machen. Und die nächste... Es kommt zur nächsten Aktivität des Tages. Die Wohngemeinschaft geht Paintball spielen und hier an der Stelle sagt Paolo. Ja, ich würde sagen, dann knallen wir uns doch mal gegenseitig ab. Aber nicht mit Alkohol diesmal. Oh, ein Wunder! Beim Paintball spielen angekommen gibt es natürlich auch einen Menschen, der sich um euch kümmern muss. Hallo, ich bin der Volker. Hallo, ich bin der Aaron. Selbstredend hatte ich dahingehend auch noch ein paar Fragen, wie das überhaupt dann auch funktioniert. Ziehen wir die an? Ja. Nein, das ist eure Munition, damit schießt ihr euch ab. Und damit nicht einfach nur wild drauf losgeballert wird, gibt es auch ein Spiel, das die spielen, und zwar... Ihr spielt Capture the Flag. Für Capture the Flag. Capture the Flag against in two teams, one female team, one male team, and you are beating each other. Puh, meine Nase ist schon wieder rot. Ich mich gerne an einem Chanel. Ah, ist tatsächlich besser geworden jetzt. Hier, bitteschön. Random Blabber Talk mit Aaron und Annika. Nicht! Also meine Mutter fand Super RTL immer zu pädagogisch unwertvoll. Ich durfte nur Kika gucken. Ich habe auch nur Kika geguckt. Ja, ich bin auch so ein Kika-Mensch. Aber Togo ist nicht Kika. Ja, ich weiß, aber das ist so, das kennt man halt. Ja. Wenn man mal krank war und gerade auf Kika nur Kacke kam. Kika nur Kacke kam. Was für eine schöne Alliteration. Ja, wirklich. Das Wort hat mir gerade gefehlt. Ich bin halt so ein graziler, sich tarnender Ninja, der quasi letztendlich die Fahne holt. Hallo Kinder! Heute hat sich wieder unser graziler Ninja im Bild versteckt. Wo ist er nur? Oh, war das etwa ein Hinweis? Ist er hinter mir? Hallo Aaron! Ah. Random Blabber Talk mit Aaron und Annika. Warum liegt ich zwischen Stiften? Schwierig. Willst du nicht wissen, warum ich Stifte im Bett habe? Bestimmt, weil du lernst. Gut, dass ich nichts studiere. Man kann auch für die Schule lernen. Ich gehe auch nicht zur Schule. Da hammert. Da ist das Grundproblem. Wenn auf einen geschossen wird. So hält man die Waffe. Paolo missachtet dann mal ganz kurz die unantastbaren Capture the Flag-Regeln. Ja, als ich dann die Flagge holen wollte, kommt auf einmal Paolo, schaut mich an und schießt. Es hat wehgetan und er hat sich nicht an die Regeln gehalten. Mm-mm, geht gar nicht. So Michael Kors-Tasche hier, vielleicht auch Louis und so richtig lange Nägel. Ach, Banan, dann hat er einfach so auf 3 Metern auf mich geschossen, ne? Und ganz ehrlich, das ist halt No-Go. Das geht gar nicht. Aber apropos graziler Ninja. Ganz unlustig, super ganz unlustig. Ist das grammatikalisch korrekt? Nein. Ach nee. Ach so, ich dachte, das war der Ernst gemeint. Wirklich? Oh. Nach gestriffen traue ich dir mittlerweile alles zu. Sie war ja auch nicht in der Schule, haben wir eben schon gelernt. Ich war in der Schule. So, Annika, konjugiere gestreift. Ich habe gestreift. Du hast gestreift. Wir haben gestriffen, Annika, nein. Ich wollte eigentlich erzählen, nachdem das Paintball-Spielen dann auch vorbei ist, wird auch klar, May hat gar nicht mitgespielt. May hat in der Küche mit Eiern...
Wisst ihr was, Leute? Ich habe nie Ego-Shooter oder diese Ballerspiele echt auf PlayStation gespielt. Wahrscheinlich hast du es mehr gemacht das als ich. Ich habe das wirklich. Ich bin immer zu meinem besten Freund und da haben wir immer so unsere Rap-Musik angemacht und dann sagst du wieder so tat, tat, tat. Mann! Mann! Zah, zah, zah. Sieht man ja, nachdem, wie sie die Waffe hält. Ich finde, da muss sich auch jeder an die eigene Nase greifen, ganz ehrlich, in der Schule geschimpft oder die werden gerade weiter runtergemacht. Dann muss sich halt auch jeder mal an die eigene Nase greifen und halt so denken, okay. Und dass man halt irgendwie versucht, dass jeder was dagegen macht, wie du ja schon gesagt hast, dass jeder sich mal an die eigene Nase fasst. Ich habe meine Nase verfehlt, wir müssen das nochmal machen. Während wir dann durch den strömenden Regen geshoppt sind, haben sich Yanni, May und Alexei eine Massage gegönnt. Ich dachte auch eigentlich, die wäre ohne Happy End und wir wären hier noch beim Öffentlich-Rechtlichen. Aber als ich dann die Musik im Intro hörte... Und da die Stimmung gerade eben so gut passt, befragt Yanni May auch direkt zu ihrem Freund, der 1,96 groß ist. Körperlich. Also der, ja, körperlich. Könnt ihr euch küssen, wenn du dich auf die Zehenspitze stellst und er den Kopf ganz tief neigt? Oder wie? Ja. Deswegen kriegt der Nackenstarre, deswegen muss er massiert werden. Bekommt dann May in einer anderen Situation Nackenstarre? Und wie gesagt, die anderen drei waren ja shoppen. Hey. Oh, süß. Aber ich fühle mich wie so ein Matrose. Aber ist das nicht so ein bisschen... Basic, ja schon. Showtime, das ist voll süß. Ja, so ein bisschen schon. Es ist einfach dasselbe Shirt, bloß dass es gelbe statt schwarze Streifen hat. Ich möchte noch mal kurz sagen, dass auf dem gelben Shirt auch hier oben als Label so eine kleine Brosche als in Form einer Brille war, auch in Gelb. Deswegen ist es nicht mehr basic. Das war schon special. Wieder zurück im Spa redet May erstmal 5 Minuten lang von ihrem Freund und alle hören ihr gebannt zu. Das war bis heute einer der besten Aktionen meines Lebens. An der Stelle erinnert Yanni sich mal kurz an den CSD damals zurück, wo sie mit der Mädchen-WG nämlich dort war. Und hatten da eigentlich echt einen coolen und spannenden Abend, wo wir so viele Menschen kennengelernt haben, die alle mega nett waren und gerne Auskunft gegeben haben. Dieses offene einfach. Das passt super, danke. Wieder zurück in der WG erzählt Aaron dann von seiner Vergangenheit. Mr. Gay Germany. Ja, was? Mr. Gay Germany. This guy is Mr. Gay Germany. War. Was? Mr. Germany? Okay. Germany. Also es war jetzt kein Aufruf gay, sondern Mr. Gay Germany. Ach so. Oh, Mr. Gay Germany. Kann ich ein Autogramm haben? Ups. Mein Rücken könnte ein bisschen nass sein, aber ist okay. Drück der Stift durch und ich mal dir auf dein Oberteil. Das kann sein. Oh, das fühlt sich nach Durchdrücken an, ja. Oh, was steht da? Da steht Aronika. Oh, nein! Oder Anikon. Das hört sich wiederum nach irgendwas Pharmazeutischem an. Jetzt Anikon gegen starke Kopfschmerzen oder auch dafür. Oder Nackenstarre. Oder auch Spaß am CSD. Und jetzt redet Aaron 5 Minuten lang über seine Kampagne. Kurzerhand, um meine Mitmenschen an das Kölner Schwulentreiben teilhaben zu lassen, gehen wir in eine dementsprechende Bar. Und gerade Paolo fühlt sich, wie wir sehen, unheimlich wohl. Random Blabber Talk mit Aaron und Annika. Dein Bett ist überhaupt nicht gemacht. Das ist gerade ein halber Vorwurf. Nein, ich dachte fürs Video. Ach so. Dein Bett ist überhaupt nicht gemacht. Wie kommst du darauf? Wie sollen wir denn da drin jetzt Spaß haben, wenn das nicht gemacht ist? Als sie mich mit ihrem Arsch so an die Wand gedrückt hat, war es so der Punkt, wo ich kurz das Gefühl hatte, jetzt wird es mir ein bisschen zu viel. Aber als sie dann weggegangen ist,
war ich aber voll drin auf irgendeine komische Art. Ja. Komische Art. Biologie funktioniert, er war dann drin. Also, das ist ja auch irgendwie dann physikalisch so ein bisschen vorgegeben, ne? Irgendeine Art. Die Frage ist, wer in wem drin war. Als sie mich mit ihrem Arsch so an die Wand gedrückt hat. Und ab hier haben wir aufgehört, es uns zusammen anzugucken. Wir wissen beide jetzt nicht, also ich weiß nicht, was passiert. Du schon? Ich war halt nur da, aber wie, was daraus gemacht wurde, ist natürlich, steht immer ein bisschen in den Sternen, ne? Unterm Strich hat mir der Abend super gefallen. Also ich fand es erstmal total gut, dass da so eine Bereitschaft vorlag, das auch alles mit mir zu unternehmen. Vor allem bei Paolo. Vor allem bei Paolo. Auch beispielsweise bei Paolo. Ich kann da auch nichts gegen sagen. Das ist richtig. Google, spiel Look What You Made Me Do von Taylor Swift. Gerne, ich spiele Taylor Swift von Spotify ab. Jetzt spielst du nur Taylor Swift. Warte, Annika muss. Das bin ich zu früh. Ja, warte jetzt. Okay. Tava on the east side, where you at? Phone lights at my nightstand in the back. Cause I like you, listen for the best. Okay, wir müssen noch abmoderieren. Gut, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Wie gesagt, hier ich blende jetzt hier noch den Namen von Aarons Instagram ein, also folgt ihm. Punkt. Und ansonsten könnt ihr hier noch ein anderes Video von mir angucken. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und wenn ihr mich abonniert, dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss.